Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Augengespräch mit mir, Ursula Gachnang. Und es geht heute nicht wirklich um Augenproblematiken, sondern um das Coaching, was ich mache. Und zwar, es geht darum, dass ich auf etwas eingehen möchte, was wir tiefer besprochen haben mit einem lieben, guten Freund in unseren Piemont-Ferien. Und darauf möchte ich eingehen. Und zwar, dass ja Coachen nicht nur gelernt sein muss, sondern wenn es wie bei mir um Augenproblematiken geht, auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass ich selber das, was ich hier coache oder was ich hier predige oder was ich hier zum Besten gebe, auch selber an mir ausprobiert habe und erlebt habe. Das heißt, ich könnte niemals von irgendwelchen Sichtverbesserungen erzählen, wenn ich das nicht selber an mir, an meinen Augen erlebt hätte. Und ich könnte niemals von Verbesserungen, von Augenkrankheiten erzählen, wenn ich das nicht in meiner 20-jährigen Praxiserfahrung erlebt hätte. Und ich könnte niemals, aber wirklich niemals, ein Glaukom-Diamant-Online-Seminar auf die Beine stellen, wenn ich nicht selber mein eigenes Glaukom an mir selber geheilt hätte. Und ich könnte auch nie eine Augencoach-Ausbildung, eine ganzheitliche Augencoach-Ausbildung, wo du ein Diplom bekommst, geben, wenn ich nicht wüsste, worum es geht. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, das ist nicht so wichtig, man kann alles lernen. Meine Mutter, die ist schon lange nicht mehr da, pflegte in meiner Kindheit zu sagen, ja, die Psychiater, alle Psychiater brauchen ja selber einen Psychiater, deswegen sind sie Psychiater geworden. Ich gehe da nicht hin, das interessiert mich nicht. Und sie hat in einem Grundsatz hat sie recht. Wenn natürlich ein Coach oder ein Psychiater seine Klienten missbraucht, um sich selber weiterzubringen und nur dafür diese Stunden macht oder diese Ausbildung oder was auch immer, dann bin ich der Meinung, dass du als Klient zu wenig lernen kannst. Natürlich ist es so, dass wenn ich meine Klienten behandle oder wenn ich ein Zoom-Call-Behandlungsgespräch führe, dass ich immer wieder was lerne. Ich bin nicht ausgelernt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das heißt, ich habe immer wieder gedankliche Verknüpfungen, Zusammenhänge, Lichtblicke, Augenlichtblicke, wenn ich mich unterhalte mit Menschen, die eine Problematik haben oder wenn ich Menschen hier in meiner Praxis auf der Liege behandle. Ich habe nicht ausgelernt und ich werde niemals ausgelernt haben, was die Augenproblematiken anbelangt. Aber es ist für mich essentiell, dass ich, wenn ich über etwas spreche, auch weiß, wovon ich spreche. Und ich möchte hier diesen Berufsstand Augencoach einfach oder Sehtrainer oder Augentherapeut oder alle die Menschen, die dir hier auf dem Internet, im YouTube-Kanal, überall auf den Weiten dieses elektronischen Mediums erzählen, dass du an deinem Augenlicht etwas machen kannst, dass es ganz, ganz viele hat darunter,
die nicht nur einfach eine Geschichte erzählen, dass sie selber sich geheilt haben, sondern, das kannst du mir glauben, die das auch erlebt haben. Und dass dann eben Augenärzte, also ich würde jetzt sagen, praktisch alle Augenärzte sagen, Augenübungen bringen nichts. Und wenn du eine Augenkrankheit hast wie Makuladegeneration oder Glaukom oder auch anfänglichen Katarakt, ja, da kann man nichts tun. Du brauchst beim Glaukom Medikamente, beim Katarakt wartest du ab, bis die Operation kommt. Und bei der Makuladegeneration wartest du einfach ab, bis du blind bist. Und es gibt so viele Menschen, die geben hier ihr Bestes im Internet. Und ich merke einfach, dass es, ja, es gibt, es tummeln sich viele Menschen auf diesem Internet und versuchen, uns irgendwelche Kurse aufzubrummen, wo sie sagen, jawohl, ja, ich mache jetzt diesen Kurs und du musst das jetzt einfach nur buchen und je teurer, desto besser. Da musst du die Spreu vom Weizen trennen. Um zu merken, wer meint es ernst, wer ist ehrlich, und wer erzählt wirklich die Wahrheit? Weil wir haben darüber gesprochen, dass es natürlich möglich ist, dass man Persönlichkeitstrainings anbietet. Und zwar, weil man einfach clever ist in der Kommunikation, weil man viel gelernt hat dazu, weil man die Satzstellungen weiß, wie man sie machen muss, weil man Gesprächsführung kennengelernt hat. Aber dabei sein eigenes verpfuschtes Leben einfach überdecken kann. Und solche Menschen nicht von ihren Persönlichkeitsweiterentwicklungen erzählen können, weil sie es nicht getan haben, weil es nicht passiert ist. Und du kannst mir das glauben, in der Augenabteilung hier im World Wide Web. Es gibt so wenige, die das anbieten. Und es ist so verschrien, diese Arbeit, dass du einfach wissen musst, die, die das anbieten, die wissen, wovon sie sprechen. Weil sie werden dadurch, da gehöre auch ich dazu, unverletzlich. Das heißt, es kann mir jemand sagen, ja, du erzählst da irgendwie, du könntest dein Glaukom heilen. Ich kann es nicht heilen. Ich kann dir nur die Unterlagen dazu zur Verfügung stellen. Ich kann dir nur sagen, wie es allenfalls gut funktionieren kann. Aber verändern musst du dich selber. Aber ich kann das nur so, vielleicht so salopp sagen, weil ich weiß, dass es gelingen kann. Oder einen zweiten Beruf zu haben als diplomierter ganzheitlicher Augencoach, damit du eben anderen helfen kannst oder zeigen kannst, was sie machen können oder sie unterstützen kannst. Das ist eben genau das, was ich gut kann, weil ich das einfach selber an mir ausprobiert habe. Und da kann man sagen, ja, du hast ja immer noch eine Brille. Ja. Ich erzähle auch nicht, dass du in 3 Monaten ohne Brille sein sollst. Weil ich weiß, dass es bei -9,5 Dioptrien einfach ein absolutes Wunder sein muss, dass das in 3 Monaten funktioniert. Und weil ich auch weiß, egal, wie schlecht du siehst, egal, welche Augenkrankheit du hast, es ist oder es muss der richtige Zeitpunkt sein, wo du beginnst, an dir zu arbeiten. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich muss meinen Körper besser trainieren, ich beginne jetzt ein Workout und im nächsten halben Jahr habe ich dann 20 Kilo abgenommen und ich bin fit wie ein Turnschuh und kann irgendwelche 10 Kilometer joggen. Das kannst du vielleicht,
Aber das machst du hier, hier im Kopf und nirgends anders. Herz und Bauch sind nicht dabei. Dann bist du einfach ein super guter Erlediger, Ausführer und du hast einfach einen immensen Willen, deinen Körper wieder einmal mehr über seine eigenen Grenzen zu bringen, um dein Ziel zu erreichen. Aber dieses Ziel kannst du vielleicht mit deiner Körperschändung oder Schindung erreichen. Aber die Augen sind Organe. Die Augen sind die Spiegel zur Seele. Das Augenlicht hat mit deiner innersten Persönlichkeit zu tun. Und das kannst du nicht grenzüberschreitend erreichen. Eine Heilung deiner Augen, deines Augenlichtes, eine Verbesserung zu erreichen, kannst du niemals mit deinem Willen. Nie. Das heißt, deine Seele lässt sich nicht übertölpeln über deinen Willen. Das funktioniert nicht. Wir haben es hier mit einer Arbeit zu tun, wo dein ganzes Persönlichkeitsbild, das du vielleicht von dir selber gar nicht kennst, weil du den ganzen Tag das überspielst mit einer super Arbeit oder einer wunderbaren Karriere. Das heißt, du erkennst dein persönliches Seelenbild gar nicht und dann kannst du auch nicht an deinem Augenlicht arbeiten. Das ist nicht möglich. Vielleicht erzielst du eine kleine Verbesserung, das kann sein, weil du 1000 Mal übst am Tag, aber das macht dich nicht wirklich zufrieden und es gibt nicht wirklich Fortschritte. Ja, das kann ich sagen, das ist so. Und es ist so wichtig, dass Mentoren, ich zähle mich jetzt dazu, in meinem Augengebiet, wirklich wissen, wovon sie sprechen. Dass sie wirklich diese Substanz der ganzen Geschichte, die sie dir da auftischen, da gehöre auch ich dazu, dass sie die selber erlebt haben, entweder an anderen Menschen innerhalb ihrer Praxistätigkeit oder an sich selber. Nur dann hat es Hand und Fuß. Nur dann funktioniert es. Und deswegen ist es einfach so, dass die ganze Psychiatrie, die ganze Psychologie in einer Sackgasse gelandet ist mit Psychopharmaka, Vergabe tausendfach, weil sie viele ausgebildete Menschen darin haben, die sich selber nicht kennen und aber sagen, sie seien Psychiater oder Psychologen, weil sie es gelernt haben und ein Diplom haben und einen Abschluss und sich so nennen dürfen. Und sie sind sogar anerkannt. Nur, was erreichen sie? Nichts. Das heißt, die Augenärzte sind auch anerkannt. Die erreichen natürlich sehr viel. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Berufsstand. Ebenfalls die Augenoptiker. Weil ich brauche diese Menschen, weil sie einen Beruf haben, den ich nicht habe. Aber ich bin angewiesen auf deren Arbeit. Das heißt, ich bin angewiesen auf den Augenarzt, dass sie mir die klare Diagnose liefern von meinen Klienten oder von mir selber. Damit ich weiß, wie es um meine Augen steht. Oder ich bin angewiesen auf die Optiker, damit sie mir meine Wunsch-Sehhilfe produzieren. Ja, damit sie eben mir das geben, dass ich Auto fahren kann. Damit sie mir das geben, dass ich am Computer arbeiten kann, ohne dass ich irgendwie 10 cm vor die Röhre mich setzen muss. Sie sind die, die mir eben meine Hilfsmittel fertigen. Und der Augenarzt ist der, der einfach gnadenlos
die Diagnose stellt, wie es um meine Augen steht. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht tun. Sondern es ist für mich wichtig, dass ich diese zwei Eckpfeiler habe, dieses Netzwerk habe, damit ich meinen Klienten sagen kann, wie sie an ihrem Augenlicht arbeiten können. Und wenn wir dann diese Eckpfeiler wieder besuchen und merken, dass eben gewisse Dinge im Augenlicht sich verbessert haben, dann habe ich Freude, mein Klient, meine Klientin hat Freude und es geht uns beiden wunderbar. Und ich bin da in meiner Arbeit einfach unantastbar, weil ich niemanden überrede, weil ich niemanden übertölple und weil ich die Schulmedizin dazu brauche, um meinen Beruf perfekt und optimal ausüben zu können, nämlich den diplomierten Augentherapeuten, Augencoach. Und ja, wenn wir ja wissen, dass mindestens 90% der Europäer oder in den Industrieländern die Menschen eine Augenproblematik haben, wäre es vom Vorteil, wenn es mehr Menschen geben würde, die diesen Beruf jetzt eben an die Hand nehmen und den Mut anpacken, die Angst in Kraft umwandeln, über ihren Schatten springen und jetzt eben diese Ausbildung als berufsbegleitende Ausbildung absolvieren. Ja, natürlich, ich mache Werbung, aber es ist einfach ein wunderbarer Job. Wenn ich meinen Klienten am Augenlicht helfen kann, wenn ich einer 84-jährigen Frau helfen kann, die Panik hat, zum Augenarzt zu gehen, weil sie dort wieder getestet wird, ob sie wieder ein Jahr Auto fahren darf. Und das letzte Mal hieß es, das nächste Mal wird es nicht mehr möglich sein. Und sie kommt zweimal im Monat zu mir. Und wir arbeiten an ihrem Augenlicht. Und sie geht zu ihrer Augenärztin. Und die Augenärztin sagt, wow, ihre Augen, die sind ja besser als vor 3 Monaten. Ja, ich gebe Ihnen sofort die Autofahrlizenz für das nächste Jahr und Sie kommen einfach in einem Jahr wieder. Was ist denn das für ein Glücksgefühl? Für mich und für diese Klientin. Und sie kann mir gar nicht genug Danke sagen, weil sie braucht das Auto. Sie wohnt abgelegen, da gibt es keine Bushaltestelle. Und sie ist alleine zu Hause und sie will nicht ins Altersheim. Das heißt, dieser Beruf hilft den Menschen, dass sie länger selbstständig leben können, weil wir so viel Wissen weitergeben können, um diese Menschen zu unterstützen. Nun, ich freue mich auf dich. Du kannst dich jetzt hier anmelden. Da unten ist der Link im Beschrieb. Du musst das halt aufmachen, damit du das siehst, den Beschrieb unterhalb des Videos. Ich freue mich auf dich. Das Online-Portal wird eröffnet am 1. September. Um 18 Uhr ist der erste Zoom-Call und es ist alles online bei dir zu Hause. Bequemer kannst du es nicht haben. Ich freue mich auf dich. Melde dich jetzt an. Herzlichen Dank für dein Vertrauen.